Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Konergy Tony Rap, den so viele Leute lieben. Ja, heute geht es um etwas, ja, wie soll man sagen, etwas, das uns ein bisschen Probleme einbringt. Und zwar haben nicht besonders viele eingereicht im Achtelfinale. Und wir haben jetzt ein Problem, und zwar im Block B hat weder Coca G noch sag schnell, Coca G. Ah ja, genau, Rhythm. Also weder Coca G noch Rhythm haben eingereicht, was uns halt jetzt ein bisschen Probleme macht. Und wir wollten jetzt nicht das komplette Turnier absagen, wegen einer Person, die uns da fehlt, beziehungsweise zwei Personen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich einfach jetzt eine Abstimmung machen werde, hier oben irgendwo. Und ihr könnt hier einen zurück ins Turnier holen. Ja, einen alten Teilnehmer. Ich kann einmal ganz kurz vorlesen, den ich jetzt hier rausgesucht habe, wo ich mir relativ sicher bin, dass derjenige mir dann auch antworten würde. Und zwar einmal Rala, Miss World, Lindner Max, Fucked Up, Propaganda Panda, German Blackbird und Vanix. Ich weiß, German Blackbird und Vanix sind schon am Anfang rausgeflogen, allerdings dachte ich mir, komm, ich schreibe sie einfach mal mit auf. Dann Propaganda Panda, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der noch Bock hat, bei uns mitzumachen. Ja, ein bisschen abgefuckt, was eine gute Überleitung ist zu Fucked Up, denn der war auch, ja, ein bisschen, ja, also, ja, und zwar ging es um seine Runden. Er wollte, dass wir die privat stellen, und ich schwöre, ich habe es jedes Mal wieder vergessen, bis er mich dann irgendwie zum vierten Mal oder so daran erinnert hat, dass ich doch bitte nochmal die Runden offen stellen soll, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann, aber gut, ich habe sie jetzt offline genommen. Falls du deine Meinung doch nochmal ändern möchtest und sie wieder online stellen möchtest, wäre ich auf jeden Fall dazu bereit, und ich würde mich freuen, wenn die wieder online kämen könnten. Lindner Max, ich weiß auch, ich glaube, der hat auch nicht mehr wirklich Bock auf uns. Missgeburt, ja, der hat, glaube ich, also ich denke mal, dass er schon Lust hätte. Und Rala hatte, glaube ich, auch noch zeitliche Probleme, deshalb er auch nicht die Rückrunde antreten konnte gegen Praise. Keine Ahnung, also falls einer von euch nicht damit einverstanden ist, dass ich euch jetzt hier aufgeschrieben habe, dann schreibt doch bitte in die Kommentare, dass ich das nochmal ändern soll. Ne? Und dass ihr nicht, auf jeden Fall nicht antreten werdet oder antreten könnt oder whatever. Ja. Das war es eigentlich schon, also stimmt auf jeden Fall mal ab, für wen ihr seid. Und ja, ist natürlich blöd, also weder Coca G noch, nee, doch, weder Coca G noch Rippen haben mir geantwortet auf meine Mail, und Coca G auch nicht in, auch unter seiner Runde. Ist halt problematisch, aber was soll man machen? Ich gebe ganz offen zu, viele haben erst nach der Frist eingereicht, ja, Hurensohn und Praise werden wahrscheinlich heute noch oder morgen einreichen dann. Und ja, es haben viele erst nach der Frist eingereicht, was ich irgendwie nachvollziehen kann, denn die Frist war wirklich relativ kurz. Ich glaube, sie war noch kürzer als, also die Frist war noch kürzer als die erste Frist, und ja. Fristen natürlich immer wichtiger und die Runden werden immer wichtiger, um weiterzukommen. Deshalb, ja, die Frist war sehr kurz, sagen wir es mal so. Ja, dann habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, aber ich wollte euch nochmal was fragen. Und zwar hättet ihr auch eventuell Bock auf andere Formate auf diesem Kanal, die auch halt mit Musik zu tun haben und auch mit den Runden eventuell. Zum Beispiel, es gibt ja immer eine Leihe, es gibt ja meine erste Reaktion von der Runde, dass man die einfach aufnimmt und halt den Leuten präsentiert, wie man, wie der erste Eindruck einer Runde ist, wo man dann auch schon erahnen könnte, wer vielleicht weiterkommt und wer nicht. Hättet ihr eventuell Bock drauf, dass man da halt so eine Live-Reaktion aufnimmt, die hochlädt, und ja, keine Ahnung, schreibt es einfach mal in die Kommentare, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann demnächst wieder. Ja, gucken wir, was jetzt hier passieren wird. Ich habe nämlich sehr wenig Lust, halt das ganze Turnier jetzt abzublasen, nur weil eine bzw. zwei Personen mich eingereicht haben. Ja,
Gut, das war's von mir, Leute. Ich würde sagen, ihr wählt jetzt aus, wen ihr gerne wieder haben möchtet. Und dann war's das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Und ja, haut rein.